Abtrünnig, der zweite Fall von Leutnant Melody Kurz. Ein Kriminalhörspiel aus der schönen Schweiz. Anneli, verdammt noch eins. Wo steckst du? Das ist jetzt schon die zweite Nacht. Töchter. Keine Ahnung, was sie wieder treibt. Und Birgit ist auch nicht da. Die wüsste wahrscheinlich die Adressen von ihren Freundinnen. Aber wenn ich sie jetzt danach frage, dreht sie völlig durch. Irgendeine kleine Nachricht wäre schon nett gewesen. Hilft nichts. Ich muss zum Dienst. Frühstücken kann ich auch im Office. Richie, gut, dass ich dich noch erwische. Fiona? Was willst du denn hier? Bin schon auf dem Sprung, wie du siehst. Ich hab's eilig. Nur eine Minute. Richie, bitte. Es ist wichtig. Ich muss dir was zeigen. Fiona, wir sollten uns echt aus dem Weg gehen. Ich mag nicht unbedingt mit dir zusammen gesehen werden. Schon gar nicht vor meiner eigenen Wohnung. Und für dich ist das auch nicht gut. Sei froh, dass du wegen der Scheiße mit den Tierleichen mit Bewährungsstrafe davongekommen bist. Ich weiß, aber trotzdem... Und ich schiebe jetzt Innendienst, falls du es vergessen hast. Die Interne fand das gar nicht lustig mit den Tatortinfos für dich. Innendienst? Oh Mann, das tut mir wirklich leid. Aber ein Polizist bist du doch noch, oder? Ja klar, so schnell schießen sie einen auch wieder nicht ab. Spaß macht's aber trotzdem, keinen den ganzen Tag Strafzettel zu sortieren, wenn man vorher bei der Kripo war. Und jetzt lass mich vorbei, ich muss los, ich hab kein Rennrad. Ach, warte, nur einen Augenblick. Ganz kurz. Ich weiß sonst echt keinen, mit dem ich das bereden kann. Weil, bei der Kantonspolizei Brig, da will ich halt nicht mehr unbedingt erscheinen. Das macht wahrscheinlich einen falschen Eindruck. Ach so, aber dass mich die Ex-Freundin, wegen der ich ein Disziplinarverfahren hatte, auf offener Straße anspricht, macht keinen falschen Eindruck. Ex-Ex-Freundin. Und das war nicht nur meine Schuld, okay? Außerdem ist doch gerade gar keine in der Nähe. Oh, es geht wirklich schnell. Bitte, Richie. Also... Dann mach voran, aber fix! Okay. Schau, das habe ich von gestern mitgenommen. Einen Lappen? Von gestern? Sonntag? Hast du am Sonntag einen Auftrag gehabt? Ja, das ist auch interessant. Ganz kurzfristig. Und hier auf dem Tuch ist ein Rest von dem Blut, das ich beseitigen musste. Aha, Blut. Dass eine Spezialreinigungskraft mit Blut zu tun bekommt, ist ja nicht die Überraschung, oder? Und was soll ich da bitte machen? Fiona, echt jetzt? Ach, warte doch bitte. Richie, du bist Polizist. Kannst du... Ich meine, könnt ihr es nicht irgendwie untersuchen? Untersuchen? Wieso? Ja, weil mir das Ganze irgendwie... Ja, ich weiß nicht, komisch vorgekommen ist. Tatsächlich? Da stimmt womöglich was nicht. Was meinst du mit komisch? Wo warst du denn gestern? Auf dem Sonnenhof. Sonnenhof? Ach nee, bei diesen Hippies hinter Obertendorf. Weshalb brauchten die denn jemanden wie dich? Der Marc Steiner, der... Wie soll ich sagen, der Chef von denen... hat mich halt gestern Vormittag angerufen. Ich habe keine Ahnung, woher der weiß, dass ich solche Spezialreinigungen mache.
Ja, da war jedenfalls eine Menge Blut in einem der Gebäude ausgetreten. Das wollte er ganz schnell professionell weghaben. Ausgetreten? Ja, so sagte er. In ihrem Meditationsraum. Da drinnen hat angeblich jemand von seiner Gruppe ein Huhn geschlachtet und damit den Raum entweiht. Das waren seine Worte. Er wollte es bis Sonntagabend aber wieder restlos in Ordnung gebracht haben. Der Sonnenhof, ein Huhn. Opfern die da jetzt vielleicht Geflügel? Glatt zutrauenwürdig ist dieser abgefahrenen Gesellschaft. Ja, ich finde auch, dass die etwas seltsam sind. Deswegen ja. Aber du bist hin und hast sauber gemacht. Noch am Sonntag? Ja, genau. Gleich gestern Nachmittag. Ich kann im Moment echt keine Aufträge ablehnen, Richie. Ja, und der Steiner hat es auch sehr dringend gemacht. Außerdem habe ich das Ausmaß der Verunreinigung erst dort gesehen. Da war echt viel Blut. Also, nicht nur am Boden. Dort hätten sie es wahrscheinlich auch selber wegbekommen, aber es waren auch Wände und Stühle bespritzt. Ich sag dir was, Richie. So viel Blut bekommst du auch aus 3 Hühnern nicht raus. Ja, das ist schon irgendwie verdächtig. War es frisch? Nein, nicht frisch, aber auch nicht alt. Die Lachen am Boden waren geronnen und die Spritze an den Wänden bereits angetrocknet. Aber trotzdem noch kein Tag alt, wenn du mich fragst. Du musst es wissen. Dann haben sie vielleicht in Wirklichkeit am Samstagabend verbotenerweise ein größeres Tier abgestochen. Die halten doch auch Schafe und Schweine, oder? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Andererseits, sie nennen sich offiziell Blütenkinder. Und das war wohl ihr Meditationsort. Das klingt wieder nicht nach, wie soll ich sagen, nach blutigen Ritualen. Entweiht, sagte er. Und dann diese Eile, wie auch immer. Verstehst du, warum ich denke, man sollte das Blut vielleicht untersuchen? Zur Sicherheit, von welchem Tier es kommt? Naja, wie soll das gehen? Ich schieb jetzt Akten. Ja, aber du hast Connections. Du kennst Leute in der Kantonspolizei. Das hat sich doch nicht geändert. Ja schon, aber warum gehst du nicht einfach selber... Ach, okay. Sagtest du ja. Trotzdem... Ich will niemanden in einen falschen Verdacht bringen, weißt du? Ich habe einen schlechten Ruf bei euch. Ich will nur wissen, was das für Blut ist, damit ich etwas beruhigter bin. Das lässt sich doch sicher ganz schnell feststellen. Vielleicht ist ja auch alles, wie er sagt, dann schwamm drüber. Bitte, Richie, nimm das Tuch hier. Da habe ich genug draufgelassen für eine Analyse. Also gut. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ich kenne da jemanden in der Pathologie, aber versprich dir nicht zu viel, Fiona. Und jetzt muss ich wirklich los. Diese Betonköpfe bei uns in der Verwaltung verstehen echt keinen Spaß. Hallo Melody, bist du gerade allein? Hättest du eine Minute? Grüß dich, Utz. Ja, sicher habe ich eine Minute. Auch mehr. Komm rein. Was führt die Drogenfahndung schon am frühen Vormittag in unser bescheidenes Kripo-Büro? Danke, nichts Dienstliches. Ist Reto noch nicht da? Reto kommt sicher auch gleich. Setz dich. Nichts Dienstliches? Du schaust mir etwas besorgt aus. Ist daheim was passiert? Naja, ich bin tatsächlich ein bisschen beunruhigt. Annelie ist noch nicht nach Hause gekommen. Utz, deine Tochter auch nicht? Was? Seit wann? Wieso auch? Entschuldige. Das war jetzt nicht sehr sensibel von mir. Ich meine nur, es gab nämlich gestern auch schon eine Vermisstenmeldung bei der Bereitschaft. Hat mir Monika vorhin gesagt. Tatsächlich? Ich war das jedenfalls nicht. Weißt du mehr? Ich erzähle es dir gleich. Erst zu dir. Annelie ist weg? Hat sie keine Nachrichten dagelassen? Was sagt deine Frau? Also Birgit ist derzeit auf Kur. Sie weiß es noch gar nicht. Es ist wegen ihrem Burnout. Ich habe lange gebraucht, sie zu überzeugen, dass sie das endlich macht. Es sind Herbstferien. Annelie ist da gern mal unterwegs. Ich habe mir noch nichts dabei gedacht, als sie Samstagabend nicht heimkam. Sie übernachtet öfters bei einer Freundin. Wie alt ist sie jetzt? Wird bald 18. Nächstes Jahr macht sie die Matura. Okay. Und gestern am Sonntagabend ist sie auch nicht gekommen? Nein, eben wieder nicht. Verstehe.
Sie hat aber doch bestimmt ein Handy dabei. Hast du versucht, sie anzurufen? Ja, natürlich habe ich das. Aber sie geht nicht dran. Siehst du, warum ich langsam anfange, mir Sorgen zu machen? Sicher. Aber da gibt es bestimmt eine Erklärung. Kannst du nicht mal bei ihren Bekannten oder Freunden durchklingeln? Naja, das ist eben das Dumme. Ich habe die Nummern von denen nicht. Muss zugeben, habe mich nicht viel drum gekümmert. Das war immer Birgits Sache. Jetzt merke ich natürlich, dass ich da was Wichtiges versäumt habe. Vielleicht nicht nur da. Typischer Polizistenvater eben. Immer im Dienst. Mach dich nicht verrückt, Utz. Du bist bei Weitem nicht der einzige Mann, der sowas nicht weiß. Deine Frau kann dir doch die Nummern geben. Außerdem ist Annelie ja schon fast erwachsen. Da kann sie bestimmt auch gut selber auf sich aufpassen. Nicht, dass gerade ich jetzt die Expertin in Familienfragen wäre, natürlich. Wenn ich Birgit frage, wird sie wissen wollen, warum ich die Nummern brauche. Das würde sie nur aufregen. Jetzt, wo es darum geht, dass sie sich psychisch wieder fängt. Das kann ich nicht machen. Nun, du wirst schon recht haben, Melody. Hoffentlich. Es sind Ferien und eigentlich ist Annelie eine ganz vernünftige. Mich wundert nur, wieso sie so gar nicht Bescheid sagt. Die kommt schon wieder, Utz. Ganz bestimmt. Die allermeisten Kids, die verschwinden, sind schnell wieder da. Die testen nur ihre Freiheit aus. Wollen wir es hoffen? Naja. Und bei dir? Angenehmes Wochenende gehabt oder wieder gearbeitet? Passt schon. Wie ein Single-Wochenende ebenso aussieht. Im Moment ist das recht ruhig hier. Und was ist mit der gestrigen Vermisstenanzeige, von der du gesprochen hast? Stimmt. Ja, das hat mir Monika, also die Chefin, vorhin erzählt. Gestern hat der Wirt vom Landgasthof Melzer bei uns angerufen und seine Frau vermisst gemeldet. Der Matteo Brunner? Ach, kennst du den? Naja, der hat die Wirtschaft vom Vater übernommen. Da lief vorher nicht mehr viel und der Gasthof liegt an der Peripherie. Der Brunner hängt sich deshalb jetzt richtig rein, um wieder Schwung in den Laden zu bringen. Also was man hört. Ich glaube, seine Frau heißt Mia. Guten Tag wohl zusammen. Auf in eine neue Woche. Hallo, Reto. Ah, Herr Leutnant Karl Mayer gibt sich die Ehre. Morgen, Reto. Hallo, Utz. Wie geht's? Worüber sprecht ihr gerade? Hörte ich den Namen Mia? Mia Brunner? Stimmt, die Frau vom Melzerwirt. Da gab es gestern eine Vermisstenmeldung. Jep, ich weiß schon. Ich habe gerade mit den Kollegen unten geplaudert. Der Matteo Brunner muss ziemlich aus dem Häuschen gewesen sein, sagen die. Ist ja auch ärgerlich, wenn die Frau ausgerechnet am Samstagabend die Fliege macht, wo in dem Betrieb sicher jede Hand gebraucht wird. Aber das war natürlich trotzdem viel zu früh. Dann ist die Mia Brunner auch schon seit Samstag weg? Moment, fehlt noch jemand? Die Tochter vom Utz, die Annelie, ist vorgestern und gestern nicht heimgekommen. Echt, Utz? Scheiße. Das ist ja ein blöder Zufall. Und du weißt nicht, wo sie steckt? Nein, vielleicht ist sie bei einer Freundin. Wir haben uns gerade schon darüber ausgetauscht, Utz und ich. In den ersten 48 Stunden gibt's keinen Handlungsbedarf. In der Zeit finden sich die meisten Ausreißer ja wieder ein. Das haben die dem Matteo Brunner gestern übrigens auch gesagt. Der wollte nämlich unbedingt, dass gleich eine Streife zum Sonnenhof geschickt wird. Also, wie gesagt, viel zu früh. Warte, Sonnenhof? Muss mir das was sagen? Du bist eben immer noch zu neu, Chefin. Das ist das ehemalige Egergut. Da hat sich eine kleine Gesellschaft von, ich sag mal, Aussteigern einquartiert. Vor ungefähr einem Jahr. Doch, richtig. Ich erinnere mich jetzt. Der Meditationszirkel Blütenkinder. Leiter ist ein gewisser Mark Steiner. Ein Typ mit offenbar viel Charisma. Auf den haben wir im Drogendezernat durchaus schon ein Auge. Scheinen aber alle dort bisher sauber zu sein. Die wollen da draußen östlich von Obertendorf eine kleine alternative Gemeinschaft aufbauen und richten sich das aufgelassene Egergehöft wieder her, das rund 2 Kilometer außerhalb in Richtung Bregerbad liegt. Nennen es jetzt den Sonnenhof. Eine Sekte? Wissen wir nicht genau. Eher sowas Bio-Esoterisches, wenn du mich fragst. Die Obertendorfer sind alles andere als begeistert. Wir kennen ja unsere bodenständigen Pappenheimer. Der Melzer wird am wenigsten, weil das am Fußweg nach Bregerbad liegt.
der vorher an seiner Gastwirtschaft vorbeiläuft. Dem passt es überhaupt nicht, dass sich irgendwelche Alternativen in seiner Nachbarschaft breitmachen. Aber die haben den Hof mit allen Nebengebäuden legal erworben, soweit wir sagen können. Schönes, weitläufiges Anwesen übrigens. War nur komplett heruntergekommen. Und warum wollte der Brunner, dass wir da eine Streife hinschicken? Soweit ich verstanden habe, meinte er, die hätten seine Frau. Ja, die Mia Brunner ist da wohl zuvor schon ein paar Mal gewesen. Was die Freude über den neuen Nachbarn beim Ehemann in keiner Weise beflügelt hat. Ich verstehe. Und weil er sie am Samstagabend vermisste, meinte er, sie wäre jetzt bei diesen Blütenkindern? Dann braucht er doch nicht am nächsten Tag gleich die Polizei rufen. Er kann doch selber hin, wenn er sowas vermutet. Das haben ihm die Kollegen von der Bereitschaft gestern auch gesagt. Aber es muss wohl schon einen Vorfall mit ihm dort gegeben haben, weshalb sie ihm quasi ein Betretungsverbot auf dem Sonnenhof verpasst haben. Die würden jetzt total mauern, sagt er. Deswegen wollte er, dass sich die Polizei dort umsieht. Das wäre nun echt ein bisschen übertrieben. Jep, vor allem so früh. Ja, die Kollegen haben ihn entsprechend vertröstet. Ob die Mia inzwischen wieder aufgetaucht ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, da würde er sich dann ja wohl melden. Nicht unbedingt. Gute Nachrichten halten unsere Bürger gern zurück, wenn es die Polizei betrifft. Wohl auch wieder wahr. Und deine Tochter, Utz, ist jetzt ebenfalls seit Samstag abgängig? Ja, das ist schon wirklich ein blöder Zufall. Center? Frau Dr. Egli! Du hattest mich doch gerade angerufen. Hier bin ich! Also, an den Geruch bei euch da unten gewöhne ich mich nie. Mahlzeit, Richie. War gerade noch im Labor eine Elektrophorese abschließen. Elektro was? Ihr immer mit eurem Pathologenlatein. Du hast also schon was für mich, sagst du? Er kommt immer gleich direkt zur Sache. Der junge Herr Wachtmeister Zander. Wie früher. Da ändert sich offenbar nichts. Daher erwarte ich auch keineswegs, dass du inzwischen mein Latein verstehst, Richie. Entschuldige, Center. Du bist die Beste, das weiß ich doch. Wir könnten nachher gleich zusammen in der Kantine Mittag essen. Was meinst du? Versuch erst gar nicht, Süßholz bei mir zu raspeln, mein Lieber. Das war einmal. Ich habe mich von dir heute früh eh schon wieder breitschlagen lassen, um der guten alten Zeiten willen. Hast du die Probe untersucht? Hast du? Du weißt genau, dass ich sowas normalerweise nicht mache. Nebenher, ohne offiziellen Auftrag und noch dazu von einem... Ja, was bist du jetzt eigentlich gleich wieder seit deiner Versetzung? Administrator klingt mir etwas arg wohlwollend. Stimmt aber. Ach, Zenta, unsere Zeit zusammen war aber doch schön. Auch für dich. Oder etwa nicht. Komm, lass stecken. Ich habe mir das Blut inzwischen angesehen. Ausnahmsweise. Zumindest so, dass ich dir die Herkunft sagen kann. Für alles andere bräuchte ich mehr Zeit. Und du wolltest eh nur wissen, von was für einem Tier es stammt. Ja, fürs Erste reicht mir das. Jetzt mach es bitte nicht so spannend, Frau Doktor. Es ist menschliches Blut. Echt? Bist du sicher? Mein Lieber, wenn ich von einer Sache was verstehe, dann davon. Warum überrascht dich das jetzt? Tut es nicht. Gar nicht. Nö, ist gut. Mehr muss ich nicht haben. Tausend Dank, Center. Ich würde dann... Moment, mein lieber Herr Zander. So kommst du mir nicht weg. Ich hab dir nett, wie ich bin, den Gefallen getan und das Blut auf diesem Lappen analysiert.
Nachdem du schon vorhin fast nichts sagen wolltest, bist du jetzt an der Reihe. Woher stammt das Zeug? Hä? Und versuch erst gar nicht, mir vorzumachen, dass du dich beim Rasieren geschnitten hast. Ich finde sowas ganz schnell raus. Das weißt du. Natürlich, aber... Du willst doch nicht, dass ich bei Frau Major Frank nachfrage, wieso ein Innendienstler persönlich ohne Erklärung eine Blutprobe in die Pathologie bringt? Was für einen Mist hast du wieder gebaut, Richie? Keinen Mist, echt nicht. Und hör mir bloß auf mit der Oberchefin, von der habe ich schon genug abbekommen. Also schön, den Lappen hat mir heute früh eine Bekannte gegeben. Die wollte das wissen mit dem Blut. Eine Bekannte? Ach. Ich glaube, ich weiß genau, wen du meinst. Deine Affären sind ja keine allzu großen Geheimnisse. Kamen sie vor mir oder nach mir? Zenta. Und woher hat sie die Probe? Na schön. Vom ehemaligen Egergut, heißt jetzt Sonnenhof. Sie hat da gestern sauber gemacht und dieses Blut kam ihr irgendwie komisch vor. Weil sie behauptet hatten, es wäre von einem Huhn, aber... Es war viel zu viel. Menschliches Hühnerblut vom Sonnenhof. Aha. Und mir soll das jetzt nicht komisch vorkommen? Aber ich bin ja eh nur eine Kellerassel. Was willst du überhaupt mit der Info anfangen? Na, ich sage der Bekannten halt Bescheid. Weiß auch nicht, was sie damit macht. Ich rufe sie später kurz an. Und das war's? Und das war's. Tausend Dank, Zenta, du bist ein Schatz. Viel Spaß mit deinem Elektrozeugs. Ich jedenfalls gehe jetzt wieder ganz brav zu meinen Akten. Sie da! Ich dachte schon, hier wäre überhaupt keiner. Hallo! Ach, Entschuldigung, ich war gerade noch bei den Tieren. Was führt Sie her? Und was können wir für Sie tun? Ich bin Wachtmeister Richard Zander von der Kantonspolizei in Brig. Viele nennen mich Richie. Und mit wem habe ich die Ehre, junge Frau? Aha, Polizei? Schon wieder? Wir haben nichts zu verbergen, Herr Zander. Ich bin Holly und leite hier zusammen mit meinem Partner Mark den Sonnenhof. Mark ist aber im Augenblick nicht da. Ach, das macht nichts, liebe Holly. Hübscher Name. Ach. Passt zu Ihnen. Gefällt mir. Ich habe viel zu tun. Gibt es ein Problem, Wachtmeister? Sagen Sie es mir, Holly. Wieso? Hat sich wieder jemand über uns beschwert? Die Leute drüben in Obertendorf, die haben nur noch nicht verstanden, was wir sind und was wir den Menschen anbieten können. Natürlich. Und was bieten Sie den Menschen so an? Bewusstwerdung, Freude, Achtsamkeit. Das, was uns allen mehr und mehr abhanden kommt im modernen Alltag. Unser Meditationszirkel und unsere Gruppe steht jedem offen, der zu uns kommen möchte, egal ob alt oder jung. Wir bauen uns hier eine kleine Insel und wollen ein selbstbestimmtes Leben mit Gleichgesinnten, im Einklang mit dem Universum. Daran ist nichts Verwerfliches. Ja, ja, die Blütenkinder vom Sonnenhof. Habe es schon auf dem Schild gelesen, als ich hergefahren bin. Nicht jeder findet das harmonisch. Ich weiß. Das Misstrauen ist teilweise groß hier. Viele sind eben noch nicht so weit. Deswegen bieten wir hier auch offene Kurse und Seminare an. Aber wir sind keine religiösen Eiferer. Wer hat sich denn nun beklagt? Etwa wieder dieser Herr Brunner vom Gasthof Melzer drüben am Ortsrand? Den wollen wir hier überhaupt nicht mehr sehen. Warum? Wegen mir. Seiner Frau. Glaube ich. Aha, und was ist mit ihr? Macht sie auch Stress? Ja, also nein, nicht direkt. Was jetzt? Wir reden normalerweise nicht über unsere Gäste. Mia Brunner ist... Sie kommt in letzter Zeit öfter. Sie findet uns, unsere Gemeinschaft, interessant.
Mark meint, also er meint, dass sie eventuell zu uns passen könnte. Hm. Finden Sie das auch, Holly? Ich weiß nicht. Man wird sehen. Weil immerhin ist sie ja auch die Wirtin vom Gasthof, nicht wahr? Jung und hübsch, was man so hört. Aber ich verstehe, das kann viel Ärger geben. Ich nehme mal an, vor allem Mias Ehemann ist nicht sehr begeistert. Ja. Richtig. Deswegen machte der auch neulich eine Riesenszene hier auf dem Hof. Mark musste ihn hinauswerfen und hat ihm Hausverbot erteilt. Ihr Partner hält scheinbar wirklich viel von Mia Brunner. Sie sind hier offen für alle, die zu uns kommen, um ihr Leben zu überdenken, Herr Zander. Auch für Sie übrigens. Das freut mich. Und hat der Matteo Brunner mit seinem Auftritt was erreicht? Ich meine, außer dem Hausverbot. Ist seine Frau dann weggeblieben oder kommt sie weiter zu euch? Sie kommt immer noch. Aber nicht mehr so oft. Am Samstag gegen Abend war sie das letzte Mal da. Mark hatte allerdings wenig Zeit. Na, er musste ja noch Baumaterial abholen. Und ich war am Versorgen der Tiere. Ich weiß nicht, was mir dann noch gemacht hat. Bei uns können sich alle Gäste frei bewegen. Ich habe später nur noch ihren Jeep wegfahren sehen. Aber jetzt sagen Sie doch bitte endlich, was genau Sie herführt. Am Samstagabend. Gab es da irgendwelche sonstigen Besonderheiten hier? Samstag? Einen Unfall vielleicht? Einen Unfall? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Herr Wachtmeister. Ich habe nichts dergleichen bemerkt. Wie gesagt, ich war hauptsächlich mit den Tieren beschäftigt. Sie müssen eventuell Mark fragen, wenn er wieder da ist. Und gestern, am Sonntag, ist Ihnen da etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Gestern? Nein, wieso? Ich war die meiste Zeit mit zwei Mitgliedern und einer anderen Interessentin draußen unterwegs. Wir machen auch Waldtherapie. Falls Sie wissen, was das ist, jetzt, wo sich überall die Blätter bunt färben, das ist eine wunderbare Zeit dafür. Und Mark ist auf dem Hof geblieben. Er hatte ja am Abend vorher so viel Holz für den neuen Zaun geholt. Darum wollte er sich kümmern. Es gibt hier noch so viel zu tun. Zum Glück ist er ein unglaublich tatkräftiger Mann. Ja, groß und kräftig. Ein richtiger Frauenschwarm, sagt man. Habe ich recht? Herr Zander, ich weiß nicht, was Sie andeuten wollen. Ja, Mark kann Menschen beeindrucken. Das muss er. Und das ist gut so. Aber es geht um viel mehr. Um eine Öffnung zum Kosmos. Um universelle Erfahrungen des Ichs. Warten Sie, ich führe Sie gern herum. Wir, das heißt die Mitglieder, leben im Haupthaus. Und dort drüben im ehemaligen Wirtschaftsgebäude haben wir wunderschöne, ruhige Begrüßungszimmer eingerichtet. Sie stehen unseren Gästen zur Verfügung. Kostenlos. Schauen Sie doch mal vorbei, wenn Sie etwas mehr Zeit haben und nicht im Dienst sind. Ich würde eigentlich ganz gerne den Meditationsraum sehen. Ja, aber natürlich. Kommen Sie. Prima, Holly. Und bestimmt können Sie mir auch noch ganz andere schöne Dinge zeigen. Ich werd's langsam packen für heute, Melody. Bin noch zum Kartenspielen verabredet. Und du? Oh, mach nicht wieder so lang, Chefin. Gönn dir auch einen ruhigen Abend. Mich stört es einfach, wenn ich mit dem Schreibkram nicht auf Vordermann bin. Da ist ein ruhiger Abend im Büro Gold wert. Ich hätte wetten können. Trotzdem, es muss ja nicht alles auf einmal passieren. Hey, Melody. Wir sind nicht in Zürich. Wir sind im schönen Brig. Da ticken die Uhren ein bisschen anders. Auch bei der Kripo. Hast du dich immer noch nicht dran gewöhnt? Ach, Reto, weißt du... Ah, Melody, Reto, gut, dass ihr noch da seid. Hallo, Monika. Wir wollten Monika, gerade... ist was passiert? Allerdings. Uns ist gerade gemeldet worden, dass bei der Brücke in Obertendorf eine Leiche in der Rhone liegt. Ein Bergungsteam mit Dr. Egli ist schon im Aufbruch. Oh, tatsächlich. Eine Leiche.
Weiß man schon genaueres? Noch überhaupt nicht viel. Wir haben nur die Information, dass es sich offensichtlich um eine recht junge Frau handelt, die noch nicht allzu lange im Wasser sein kann. Ach du Scheiße. Was erschreckt euch jetzt daran so? Ich kann's erklären, Monika. Aber wir müssen sofort zum Fundort fahren. Annelie, die Tochter von Leutnant Utz Keilmeier, ist nämlich verschwunden. Du meine Güte. Krass. Das wusste ich nicht. Seit wann wird sie vermisst? Seit 2 Tagen. Er hat es mir heute Vormittag erzählt, weil er sich langsam Sorgen macht. Die Annelie hat ihm keine Nachrichten hinterlassen und ist auch nicht erreichbar. Utz ist für heute schon nach Hause gegangen. Vorhin war er noch mal kurz hier, aber nichts Neues. Mann, Mann, Mann. Das wäre ja eine furchtbare Katastrophe. In der Tat. Mann, Mann, Mann. Wie alt ist das Mädchen? Die Annelie wird wohl demnächst 18, macht nächstes Jahr die Matura. Ich verstehe. Dann ist sie kein Kind mehr. Das ist jetzt schwierig. Ja, wir sollten schnellstmöglich hinunter nach Obertendorf. Wir brauchen natürlich Gewissheit. Und wer sagt Utz Bescheid? Soll ich ihn kurz daheim anrufen? Ja klar, wenn du seine Privatnummer hast. Moment. Haltet ihr das wirklich für klug? Noch ist ja gar nicht erwiesen, dass die Tote die Tochter von Leutnant Keilmeier ist. Wir hatten gestern auch eine andere Vermisstenmeldung bekommen. Lassen Sie uns das erst abklären. Vielleicht beunruhigen wir den Kollegen nur völlig umsonst. Das spricht sich hier aber sicher schnell rum. Ich schätze mal, schon bald wird die halbe Ortschaft an der Brücke stehen. Und wäre es da nicht besser, wenn Utz es von uns wüsste? Nein, das riskieren wir. Wenn die Tote noch nicht lange im Wasser ist, sollte eine Identifizierung relativ schnell möglich sein, sobald die Leiche geborgen ist. Jedenfalls, wenn es sich um Annelie Keilmeier handelt. Was Gott verhüten möge. Aber das schaffen wir noch vor morgen früh. Und dann können wir ihn immer noch verständigen. Also los. Irgendwie wünsche ich mir in dem Fall fast, dass wir diese Tote nicht so schnell identifizieren. Melody, Reto, vielen Dank, dass ihr gestern so tatkräftig überall mitgeholfen habt, wo Not am Mann war. Jetzt, wo wir eine zeitnahe Personenfeststellung haben, beauftrage ich dich, Melody, mit der Führung der operativen Ermittlung. Die Gesamtleitung werde ich mir selbst vorbehalten, denn es handelt sich offenbar um einen sehr brutalen Mord. An einem Mitglied unserer eigenen Gemeinde. Ja, nach dem vorläufigen Ergebnis, das uns Center Egli gestern noch geliefert hat, ist ein Unfall ganz und gar auszuschließen. Dr. Egli wollte es sich nicht nehmen lassen, mit der Obduktion noch in der Nacht zu beginnen, damit wir schnell weitere Details haben. Ich hoffe, wir werden bald noch mal von ihr hören. Ja. Was wir immerhin schon sagen können, ist, dass der Tod durch Messerstiche eingetreten ist, nicht durch Ertrinken. Und dass der Fundort nicht der Tatort ist, scheint mir ebenfalls klar. Es sieht alles danach aus, als wäre die Leiche erst nach der Tat in den Fluss geworfen worden. Und auch nicht direkt an der Obertendorfer Brücke. Die Spusi ist sich da ziemlich sicher. Dann müsste der Mord stromaufwärts vom Fundort passiert sein. Was sagt Dr. Egli eigentlich zur Tatzeit? Nach der letzten Information unserer Pathologin war der Todeseintritt wahrscheinlich irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag. Die Rhone im Walliser Tal ist kalt. Gletscherwasser. Das wird die genaue Analyse nicht erleichtern. Mehr wird Dr. Egli uns erst nach der Obduktion sagen können.
Also ist die Tote seit geschätzt 2 Tagen im Fluss. Die Rhone hat jetzt im Herbst einen niedrigeren Wasserstand als sonst. Eine Leiche kann da häufig von Hindernissen aufgehalten werden. Als Tatort käme demnach vielleicht Briegerbad in Frage. Oder Brieg selbst. Es wundert mich nur, wieso niemand schon früher etwas gesehen hat. So breit ist dieser Fluss schließlich auch wieder nicht. Melody, hier bist du also. Und Reto, warum in 3 Teufelsnamen sagt mir denn kein Mensch Bescheid? Melody, ich habe dir doch... Utz! Entschuldigung, Frau Major Frank. Aber meine Tochter Annelie ist weg. Immer noch. Und ich höre gerade von den Kollegen, dass gestern Abend ist etwa... Utz, warte! Leutnant Keilmeier, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich habe gestern entschieden, dass wir Sie zunächst nicht von dem Fund informieren. Aber Melody und Reto wussten doch, dass ich meine Tochter seit Samstag vermisse. Immer noch. Und jetzt? Ja, das wurde mir gesagt. Ich fand, wir sollten Sie gerade deshalb nicht beunruhigen. Und es war die richtige Entscheidung. Ja, Utz, denn es ist nicht Annelie. Nicht Annelie? Nein, Utz. Es ist die andere Vermisste, Mia Brunner. Gott. Jetzt setzen Sie sich erstmal hier dazu, Herr Keilmeier. Ja, gestern Abend wurde uns von der Rhonebrücke in Obertendorf eine Wasserleiche gemeldet. Eine Frau. Wir hatten natürlich ebenfalls große Sorge, dass es deine Tochter sein könnte, Utz. Aber ganz so schnell ging das alles nicht. Bis Dr. Egli und die Leute von der Bergung vor Ort waren, war es dunkel. Die Tote hatte sich im Astwerk an einem Brückenpfeiler verfangen. Und es dauerte ein bisschen, bis sie da herausgeholt werden konnte. Ich meine, du kennst die Strömung doch. Spätestens dann müsst ihr doch gesehen haben, dass es nicht Annelie war. Warum konntet ihr mich da nicht direkt verständigen, verdammt noch eins? Utz, wir waren alle im Stress. Es kamen Gaffer hinzu, auf der Brücke und an beiden Uferwegen. Die mussten wir fast gewaltsam zurückhalten, damit die nicht vor dem Eintreffen der Spusi alles zertrampeln. Außerdem wurde es, wie gesagt, dunkel und Center Egli wollte sich die Tote unbedingt noch vor Ort anschauen. Dann war sofort klar, dass hier ein Mord vorliegt. Für deine Tochter schien uns die Tote zu alt und dann erkannte ein Kollege die Mia Brunner. Daraufhin mussten wir Leute zum Gasthof Melzer schicken, das liegt am östlichen Ortsausgang. Das hat alles gedauert. Ja, und Dr. Egli wollte die Leiche unbedingt noch in der Nacht obduzieren. Es musste also ein Transport zurück nach Brieg organisiert werden. Und wir wollten alle die ersten Ergebnisse aus der Pathologie abwarten. Ja, irgendwann, weit nach Mitternacht, waren wir so platt, dass wir an nichts anderes mehr gedacht haben, als an eine Mütze Schlaf. Tut mir wirklich leid, Utz. Die Mia Brunner vom Melzer Gasthof also. Wir hatten gestern noch über sie gesprochen und dass ihr Mann sie am Sonntag vermisst gemeldet hatte. Verdammter Mist. Er hatte recht. Weiß man schon, wie sie zu Tode kam? Nach allem, was Dr. Egli bereits sagen konnte, wurde sie am späten Samstag oder frühen Sonntag mit zahlreichen Stichen getötet. Vermutlich mit einem Messer. Erst anschließend wurde sie in die Rhone geworfen. Vermutlich auch nicht dort, wo wir sie fanden. Sie war wohl schon etwa 2 Tage im Wasser. Das heißt, das sieht eher nach einem persönlichen Tatmotiv aus. Ich weiß, warum du das fragst, Utz. Ja, ich sehe das auch so. Ein kalkulierter Mord wird so nicht begangen. Deine Annelie ist immer noch nicht aufgetaucht? Ich bin mir trotzdem ganz sicher, dass diese Sache mit dem Verschwinden deiner Tochter nichts zu tun hat. Sehe ich auch so, Herr Keilmeier. Zumindest ist es angesichts dieses Tathergangs nicht wahrscheinlich. Irgendwie beruhigt mich das nicht. 3 Tage ist sie jetzt fort, ohne Nachricht. Irgendwas muss passiert sein. Ja, bitte. Hallo zusammen, da seid ihr ja alle. Richard, was willst du hier? Herr Zander, wir haben gerade eine Besprechung. Ich weiß, deswegen bin ich ja da. Wie meinen Sie das? Es geht doch bestimmt um die Tote, die gestern in der Rhone gefunden wurde, oder nicht?
Mia Brunner? Hat es sich zu euch auch schon rumgesprochen? Ja, und? Du bist nicht mehr bei der Kripo, Richard. Schon vergessen? Moment, Moment. Wissen Sie etwas über den Mord und Mia Brunner, Herr Zander? Wenn es allerdings nicht mehr ist als das, was schon in der Extra-Morgen-Ausgabe vom Wochenblatt steht, verschwenden Sie unsere Zeit. Es könnte tatsächlich etwas mehr sein. Ritchie! Was zum Teufel soll das? Weiß man bei euch in der Abteilung für Verkehrsdelikte jetzt schon besser über Morde Bescheid als bei uns? Mach du einfach bitte deinen Kram und wir machen unseren Job. Ist gut, Melody. Wenn der Herr Wachtmeister etwas zur Sache zu berichten hat, soll er berichten. Eure persönlichen Ressentiments könnt ihr später austauschen. Machen Sie die Tür zu, Herr Zander. Setzen Sie sich. Was wollen Sie uns mitteilen? Nun, ich denke, ich weiß, wo sich Mia Brunner am Samstagabend aufgehalten hat und wo sie möglicherweise ermordet wurde. Was? Wie bitte? Willst du dich jetzt wichtig Richie, machen? Wie kommt Leute, das denn? Bei aller Freundschaft. Herr Zander, das werden Sie doch nicht ohne Grund behaupten, oder? Keineswegs, Frau Major. Es ist nämlich so. Durch Zufall bin ich gestern Morgen in den Besitz eines Beweisstücks gekommen. Ich meine, da wusste ich natürlich noch nicht, dass es ein Beweisstück sein könnte. Beweisstück? Durch Zufall? Wem willst du das wieder erzählen? Sprechen Sie weiter. Was für ein Beweisstück? Ein Putztuch mit etwas Blut drauf. Ein blutiges Tuch? Wie kam das zu Ihnen? Das erkläre ich später. Jedenfalls habe ich dann Center, also Dr. Egli, gefragt, ob sie es sich in einer freien Minute anschauen würde. Nur aus persönlichem Interesse. Herr Zander! Sie haben unsere Pathologin während der Dienstzeit quasi um einen privaten Gefallen gebeten? Irgendwie ja und auch wieder nein. Ich wollte nur wissen, von welchem Tier das Blut stammen könnte. Tier? Wieso Tier? Aber es war Menschenblut. Ach. Jetzt Moment mal. Das heißt, Dr. Egli hat das Tuch untersucht. Und Sie dachten, es wäre Tierblut, aber es wurde menschliches Blut darauf entdeckt. Genau. Krass. Und dann? Woher kam dieses Tuch? Das wollte ich gerade sagen, Frau Dr. Frank. Die Person, von der ich das Tuch bekam, sagte, dass sie dieses Blut vom Sonnenhof hat. Sonnenhof? Verdammt, schon wieder. Jetzt warten Sie mal, Herr Zander. Wäre nicht spätestens in dem Moment der richtige Zeitpunkt gewesen, unverzüglich eine offizielle Meldung zu machen? Nun ja. Oh Mann, ich ahne es schon. Ritchie, hast du da bereits gewusst, dass der Matteo Brunner vom Gasthof Melzer seine Frau Mia vermisste? Und dass er wollte, dass sich deshalb die Polizei auf dem Sonnenhof umsieht? Nein, eben nicht. Das habe ich erst später gehört. Aber trotzdem bin ich am Montag in der Mittagspause ganz kurz hingefahren. Hingefahren? Wie bitte? Zum Sonnenhof. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Dazu hattest du keinerlei Legitimation. Du hättest uns Bescheid sagen müssen. Immerhin war ich früher bei euch in der Kripo, Melody. Ist noch nicht so lange her, wie du gut weißt. Das schüttelt man nicht so leicht ab. Melody, wir klären das später. Sie fuhren also am Montagmittag zum Sonnenhof, Herr Zander. Was weiter? Ja, dort traf ich eine gewisse Holly. Nette Person, ein bisschen schnippisch manchmal. Aber niemand, den man von der Bettkante schubsen will. Richard, verdammt nochmal! Du kannst es echt nicht lassen! Melody, Leutnant, jetzt ist aber gut. Ja, also, jedenfalls diese Holly, die übrigens die Partnerin vom Sonnenhofgründer Mark Steiner ist, hat mir erzählt, dass die Wirtsfrau Mia Brunner den Sonnenhof wohl schon öfter besucht hat. Sie scheint dabei den tollen Mark ganz schön beeindruckt zu haben. Und Holly ist darüber nur mäßig glücklich. Mhm. Zusätzlich gab es auch bereits ordentlich Stunk mit Mias Ehemann, der das keineswegs toll fand, was seine Frau da so trieb. Wer allerdings den Mark Steiner schon mal gesehen hat, kann sich leicht vorstellen, dass der gute Matteo bei dem nicht weit kam. Seither darf er sich jedenfalls auf dem Sonnenhof nicht mehr blicken lassen. Das wissen wir, Richie. Aber ihr wisst nicht, dass seine Gattin Mia am Samstag wohl trotzdem wieder hingefahren war. Mark hatte da allerdings nicht viel Zeit und daher verließ sie den Hof nach einer Weile wieder. Das sagte mir Holly. Sie sah den Wagen wegfahren. Aber ich glaube, dass sie später nochmal ohne das Auto zurückgekommen sein könnte. Warum? Jetzt kommen wir nämlich zurück zum Putztuch.
Die Person, von der ich es bekam, hat am Sonntag von Mark Steiner ganz kurzfristig den Auftrag bekommen, Blutverunreinigungen aus einem Nebengebäude zu beseitigen, das die Leute dort zum Meditieren verwenden. Angeblich Blut von einem Hühnchen, das jemand da unerlaubterweise geköpft hätte. Es war aber ziemlich viel Blut gewesen und überall verspritzt. Das ist... Warte mal. Interessant. Bei so einem Auftrag kann es sich doch nur um die Fiona Schneider gehandelt haben, Richie. Die arbeitet doch trotz ihrer Bewährungsauflagen weiter als Tatortreinigerin, oder? Warum nennst du nicht einfach Ross und Reiter? Du hast ja recht. Das ist halt etwas kompliziert. Leute, lasst uns bei der Sache bleiben. Das heißt also, diese Frau Schneider hat Ihnen, Herr Zander, am Montagmorgen eine Probe vom Blut gegeben, das sie am Sonntag im Auftrag von Mark Steiner in einem Meditationsraum auf dem Sonnenhof beseitigte. Und es war viel Blut. Ja, sie brachte mir den Lappen gleich in der Früh. Und jetzt wissen wir, dass darauf kein Tierblut war. Herr Zander, auch wenn ich es keineswegs billige, dass Sie hier wieder eigenmächtig und vollkommen außerhalb Ihrer Zuständigkeit gehandelt haben, scheinen mir das ganz wesentliche neue Informationen zu sein. Danke, Frau Major. Zugegeben, wenn ich es recht bedenke, da fehlt eigentlich nur noch ein Baustein. Wenn die Blutprobe auf dem Putzlappen nämlich identisch mit dem Blut von Mia Brunner wäre, dann würden wir den Tatort kennen. Und das wäre dann auch mehr als genug für eine polizeiliche Durchsuchung des Sonnenhofs. Diese Fiona Schneider mag eine professionelle Tatortreinigerin sein. Aber so gut, dass unsere Spusi keine Spurenreste dort finden kann, ist sie wohl auch wieder nicht. Oh, na, langsam wird's eng in meinem Büro. Ja, bitte? Zenta! Guten Tag zusammen. Oh, Full House haben Sie hier, Major. Störe ich? Leutnant Kallmeier, habe die Ehre. Lang nicht gesehen. Ich wollte nur schnell sagen, die Obduktion ist abgeschlossen. Guten Morgen, Dr. Egli. Sie stören überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie kommen wie bestellt. Haben Sie bis jetzt durchgearbeitet? Ja, ich wollte das fertig haben. Möchten Sie vielleicht einen kurzen mündlichen Bericht, bevor ich mich schnurstracks auf die Matratze begebe? Natürlich. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens bereits gerade von der Blutprobe berichtet, Zenta. Ah, der Richie, Darauf komme ich auch gleich zurück, denn genau deswegen wollte ich so schnell wie möglich Gewissheit. Wie meinen Sie das? Erst will ich kurz bestätigen, dass sich alle meine Vermutungen von gestern als korrekt erwiesen haben. Dazu bekommen Sie noch eine ausführliche schriftliche Dokumentation. Allerdings nicht vor heute Abend. Ich muss wirklich erst ein bisschen Schlaf nachholen. Sicher. Und was können Sie schon Neues sagen? Zunächst, es war kein Wasser in den Lungen, was schon mal beweist, dass Frau Brunner erst nach ihrem Tod in die Rhone gelangte. Sonst hätte sie davon noch einiges eingeatmet. Gestorben ist sie vorher an mehreren Stichverletzungen am Hals, Oberkörper, Bauch. Insgesamt 8. Tatzeit war Samstag zwischen 18 und 20 Uhr. Aha. 8 Stiche? Ja, mit Wucht von vorn geführt. Sehr wahrscheinlich mit einer scharfen Taschenmesserklinge. 2 Stiche haben große Gefäße verletzt und zu einem unmittelbaren, schockartigen Blutverlust geführt. Frau Brunner muss relativ schnell das Bewusstsein verloren haben, denn ich habe kaum Abwehrspuren an ihr feststellen können. Ihr Herz wurde nicht verletzt, weshalb insgesamt so viel Blut aus den Wunden austrat. Und das passt doch alles zu dem, was Fiona, Frau Schneider, mir über die Blutspuren in dem Raum berichtet hat, den sie reinigen musste. Es sieht so aus, womit sie eine wichtige Zeugin werden dürfte. Jedenfalls, wenn das Blut des Opfers mit dem auf dem Tuch übereinstimmt. Frau Egli, ich traue es mich fast nicht fragen, aber... Das könnten Sie doch bestimmt problemlos ebenfalls feststellen. Ja, was ich natürlich längst getan habe, Leutnant Kurz. Wahnsinnig redefreudig war Richie Zander zwar gestern nicht, als er mir seine Probe brachte, doch selbst eine Kellerassel kann gelegentlich 1 und 1 zusammenzählen. Und? Das Blut auf dem Putzlappen stammt eindeutig von Mia Brunner. Okay, perfekt, mehr brauchen wir nicht. Danke, Frau Egli, großartig. Das ist genau das Fitzelchen, was uns noch fehlte. Sie haben sich Ihre Auszeit mehr als verdient. Ich kümmere mich um den Durchsuchungsbeschluss für den Sonnenhof. Und Ihr, Melody und Reto, fahrt bitte schon mal vor und bringt mir den Herrn Steiner her.
Bei diesem Verhör will ich dabei sein. Der ist uns jetzt eine Menge Auskunft schuldig. Herr Steiner, ich bin Monika Frank und leite die Kantonspolizeidienststelle hier in Brig. Frau Leutnant Melody Kurz und den Herrn Wachtmeister Reto Eisenhauer vom Kriminaldepartement haben Sie schon kennengelernt. Ja, sehr gesprächig waren die Herrschaften bisher allerdings nicht. Leutnant Kurz hat Ihnen aber sicher gesagt, wieso Sie hier sind. Sie können natürlich einen Anwalt hinzuziehen. Ich sagte schon Ihren Kollegen, dass ich keinen Anwalt brauche, Frau Frank. Vorerst. Ich wüsste nicht, wozu. Nun gut. Ihre Aussage wird protokolliert. Herr Steiner, Sie haben bei Obertendorf auf dem ehemaligen Egergut im vergangenen Jahr den sogenannten Sonnenhof gegründet. Ist das richtig? Ja, zusammen mit meiner Partnerin Holly. Das Anwesen mit dem Haus und verschiedenen Nebengebäuden ist jetzt ein sogenannter Meditationszirkel, für den Sie Kurse anbieten. Und Sie haben außerdem begonnen, eine ausgewählte Gruppe Gleichgesinnter zu rekrutieren, die sich Blütenkinder nennen. Korrekt. Wir nutzen auch die Stallungen wieder. Und an all dem ist nichts Unrechtes, Frau Leutnant. Wir sind eine offene Gruppe. Jeder kann kommen, jeder wieder gehen. Niemand wird zu irgendetwas gezwungen. Alle unsere Gäste und Mitglieder sind bei uns sicher, können stets auf vollkommene Vertraulichkeit rechnen, falls sie das wünschen, und stehen unter meinem persönlichen Schutz. Nun, mit der Sicherheit ist es vielleicht doch nicht ganz so weit her, denn wir haben schwerwiegende Hinweise, dass Ihr schöner Zirkel zum Tatort für einen Mord geworden ist. Unsere Kollegen von der Spurensicherung sind bereits mit einem Durchsuchungsbeschluss unterwegs. Aber Sie könnten uns eine Menge Zeit sparen, indem Sie uns einfach selber erzählen, was am Samstagabend in Ihrem sogenannten Meditationsraum geschehen ist. Am Samstagabend, da war ich gar nicht da. Ein guter Mensch hatte uns nämlich umsonst Holzpflöcke für einen Zaun zur Verfügung gestellt, die ich abgeholt habe. Das können Sie jederzeit nachprüfen. Und was hat das mit unserem Meditationsraum zu tun? Was wollen Sie dort finden? Herr Steiner, bitte verkaufen Sie uns nicht für dumm. So weltfremd können selbst Sie nicht leben, dass Sie nicht mitbekommen hätten, dass gestern Abend die Ehefrau vom Gastwirt Matteo Brunner tot in der Rhone gefunden wurde. Die ganze Gegend redet von nichts anderem mehr. Mia? Ja. Ja, entsetzlich. Ganz entsetzlich. Ich weiß freilich, dass man sie im Fluss gefunden hat. Aber Mord? Und was hat das mit uns zu tun? Nun, zum einen ist Ihnen Mia Brunner ja keineswegs unbekannt. Im Gegenteil. Nein. Sie war eine regelmäßige Besucherin auf ihrem Sonnenhof. Sie hat sich sogar sehr für ihre Gemeinschaft interessiert. Und auch für sie persönlich, was man so hört. Mia ist, war, bei uns ein gern gesehener Gast. Wir alle, und natürlich sie selbst, spürten, wie sich ihr Geist zu öffnen begann. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal, und das ist stets ein gutes Zeichen, denn... Bleiben wir bei der Sache. Mias Ehemann Matteo war davon gar nicht begeistert. Es gab Streit, nicht wahr? Das stimmt. Matteos... kleiner Geist ist absolut nicht bereit. Mias Mann wollte uns auf einmal sogar persönlich drohen. Ich habe ihn kurzerhand hinausbefördert und wissen lassen, dass er bei uns nichts mehr zu suchen hat. Natürlich hatte Mia es dadurch nicht leicht. Auch vorher schon nicht. Aber sie hätte sich mit unserer Unterstützung dennoch aus ihrem eintönigen Leben lösen können. Es ist so traurig. Ihre Partnerin Holly scheint Mia auch nicht unbedingt gemocht zu haben. Was? Das glaube ich nicht.
Holly ist meine tiefste Seelenfreundin. Ich bin zu jedem Menschen freundlich und das weiß sie. So, so. Nun, und wann haben Sie Mia Brunner zum letzten Mal gesehen? Warten Sie, das war am Samstag, bevor ich das Holz holen fuhr. Ich hatte leider weniger Zeit für sie, als sie vielleicht gebraucht hätte. Was ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr bereue. Sie war so im Zweifel, im Übergang. Ich hätte sie vielleicht nicht auf dem Hof zurücklassen sollen. Nun, vielleicht ließen Sie sie ja auch, zumindest nicht lebend, zurück, Herr Steiner. Gab es vielleicht eine Auseinandersetzung, die völlig aus dem Ruder lief? Wollte Frau Brunner sich wieder von den Blütenkindern trennen? Oder gab es einen anderen, persönlicheren Grund, warum sie die Kontrolle verloren? Ich? Die Kontrolle? Wollen Sie im Ernst behaupten, dass ich Mia etwas angetan habe? Als ich hörte, dass man sie im Fluss fand, dachte ich, dass sie womöglich von ihren inneren Konflikten zerrissen worden ist und ins Wasser ging. Tragisch genug, aber um der Gnade des Universums willen. Wieso sollte ich ihr Gewalt antun? Nun, dann würde uns natürlich interessieren, aus welchem anderen Grund sie am Sonntag eine große Menge Blut aus ihrem Meditationsraum entfernen ließen und sich dazu sogar an eine gelernte Fachkraft wandten. Sie wissen das. Nun, das ist richtig. Ich habe diese Besudelung am Sonntagmorgen bemerkt. Ich war ungeheuer erschrocken. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht ist dort ein Tier umgekommen. Das Blut musste jedenfalls entfernt werden. Es hat die Aura des Ortes entweiht. Aber so schnell? Ja. So eilig? Holly und die anderen Frauen, die bei uns übernachtet hatten, waren Sonntag ganz früh zum Wald aufgebrochen. Bäume können so viel sagen, wenn man still und aufmerksam ist und ihnen zuhört. Holly weiß, wie man mit Bäumen spricht. Ich wollte, dass alles sauber und rein ist, wenn die Frauen zurückkommen, um ihre Erlebnisse zu reflektieren. Und das konnten Sie nicht selbst tun? Sie sind doch sonst ein gestandener Mann. Aber stattdessen haben Sie ganz kurzfristig eine professionelle Tatortreinigerin engagiert, der Sie irgendwas von Hühnern erzählten. Dachten Sie wirklich, diese Frau sei so naiv? Woher kannten Sie sie überhaupt? Der Fall mit den verwesten Tieren stand doch im Sommer in den Zeitungen. Da fiel ihr Name. Richtig. Na schön, dennoch. Diese Frau Schneider, so heißt sie, hat den Auftrag zwar ausgeführt, sich aber am nächsten Tag an die Polizei gewandt, um eine Blutprobe untersuchen zu lassen. Und natürlich wurde kein Tierblut gefunden, sondern das Blut eines Menschen. Ganz genau gesagt, das Blut von Mia Brunner. Das kann nicht sein. Das kann nicht nur so sein, das ist so. Nur bevor Sie sich jetzt weitere Ausflüchte einfallen lassen, selbst jemand wie Fiona Schneider wird irgendwas am Tatort übersehen haben, das unserem Team von der Spurensicherung nicht entgeht. Die sind jetzt bereits vor Ort. Machen Sie uns also nichts vor. Sie wussten ganz genau, dass Mias Blut dort war. Und genau deshalb haben Sie auch versucht, es schnellstens restlos beseitigen zu lassen. Das ist nicht wahr. Wenn Sie mir einen Mord unterstellen wollen, sage ich Ihnen nochmals, dass ich wegfuhr, kurz nachdem Mia auf den Hof kam. Sie lebte. Ich habe bei Hannes Benners Conny Rundhölzer geholt, die er nicht mehr braucht. Das hat zusammen mit der Fahrt und der Beladung mehrere Stunden gedauert. Und Herr Bernasconi wird das jederzeit bestätigen. Ich bin erst spät in der Nacht zurückgekommen. Wissen Sie, was komisch ist, Herr Steiner? Es kann sein, dass ich Ihnen das sogar glaube. Vielleicht ist Ihnen auch aufgefallen, dass ich Ihnen zu keiner Zeit einen Mord angelastet habe. Wohlgemerkt, Ihnen. Wie meinen Sie das, Frau Leutnant? Wer sollte denn sonst? Sprechen Sie weiter, Herr Steiner. Ich denke, Sie wissen so gut wie ich, wen ich meine. Vielleicht sogar besser als ich, nicht wahr? Jetzt bin ich aber gespannt. Nein, ich werde gar nichts mehr sagen. Ich glaube, das ist der Moment, wo ich nun doch eine anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das ist vollkommen verständlich, Herr Steiner. Man kann niemanden zwingen, nahestehende Menschen zu belasten.
Aber auch wir wissen, dass ihre Lebensgefährtin Holly auf dem Hof blieb, als sie wegfuhren. Zusammen mit Mia, auf die Holly schon länger ziemlich eifersüchtig war. Oder liege ich da jetzt völlig falsch? Sie haben das Blut nicht deshalb beseitigen lassen, weil sie ihre eigenen Spuren verwischen wollten. Das hätten sie vermutlich auch viel früher, nämlich gleich noch in der Nacht nach ihrer Rückkehr versucht. Sie haben das Blut tatsächlich erst am Sonntag entdeckt und hatten sofort einen Verdacht, der rein gar nichts mit Hühnern zu tun hatte, sondern mit Mia Brunner und ihrer Lebensgefährtin. Nicht wahr? Ich verweigere jede weitere Aussage. Das steht Ihnen frei. Inzwischen werden wir... Moment. Wer kann das denn jetzt sein? Entschuldigung. Willst du kurz nachsehen, bitte, Reto? Hallo, Frau Kollegin. Wir sind mitten in einem Verhör. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister. Ich würde nicht stören, wenn es nicht sehr dringend wäre. Was ist denn los? Unten bei der Wache steht eine total aufgeregte junge Frau. Sie möchte unbedingt zur Kriminalpolizei, wegen dem neuen Mordfall. Und sie behauptet, die Tochter von Leutnant Keilmeier zu sein. Wie bitte? Was? Was sagen Sie? Annelie Keilmeier. Warten Sie. Da muss ich kurz unterbrechen. Ich gehe mit Ihnen runter. Ist das in Ordnung, Monika? Reto, mach bitte hier so lange ohne mich weiter. Annelie? Hallo. Annelie Keilmeier? Endlich. Sie sind Frau Leutnant Kurz? Ja, ich bin Melody. Ich bin so erleichtert. Wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? Ihr Vater vermisst Sie bereits seit Tagen. Sind Sie schon bei ihm gewesen? Noch nicht. Er ist sicher stinksauer. Er ist vor allem wahnsinnig besorgt. Warten Sie, ich sage den Kollegen von der Wache, Sie sollen ihn anrufen, damit er runterkommt. Einen Moment noch, Frau Leutnant. Bitte. Ich muss Ihnen erst total dringend was sagen. Stimmt es wirklich, dass Mia Brunner tot ist? Ja, das stimmt. Warum? Weil ich vielleicht eine der Letzten war, die sie lebend gesehen hat. Wie bitte? Wo war das denn? Auf dem Sonnenhof. Wissen Sie, wo das ist? Allerdings weiß ich, wo das ist. Und Sie waren also auch dort? Wann? Ich bin am Samstag zusammen mit Mia hingegangen. Wie bitte? Augenblick, am Samstag. Mit Mia. Und wie lange waren Sie dann bei diesem Meditationszirkel? Etwa die ganze Zeit? Bis heute Mittag. Meine Güte. Haben Sie dort also auch übernachtet? Und Ihr Vater wusste nichts? Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Aber es war so anders. Mia hat recht gehabt. Ich brauchte das. Daheim war es die letzten Wochen schlimm, wissen Sie? Mama war die ganze Zeit so schwierig, bis sie dann in Kur ging. Und Papa, er ist immer beschäftigt. Naja, ich musste mal ganz für mich sein. Eine Freundin hat gewusst, dass Mia manchmal den Sonnenhof besucht, zur Meditation. So kam das. Und dann heute beim Mittagstisch wurde dort über Mia gesprochen und dass sie tot ist. Und da bin ich sofort rüber nach Obertendorf und mit dem Bus hierher. Jetzt mal langsam, Annelie. Bitte von vorne. Wollen wir nicht erst in mein Büro gehen? Nein, ich will gleich weiter zu meinem Vater. Ich wollte nur sagen, dass ich am Samstag im Gasthof Melzer war und Mia mich dann mitgenommen hat. Und das war doch der Abend, an dem sie dann starb. Sie zeigte mir den Fußweg, den sie immer am Hain entlang nimmt, zum Egergut. Es sind nur 15 oder 20 Minuten zu laufen und man wird vom Gasthof schon nach kurzem nicht mehr gesehen. Das war ihr nämlich wichtig. Ihr Mann will es nicht so gern, wenn sie dahin geht. Mia hat mir außerdem gesagt, dass ich mich nicht wundern soll, wenn die Frau vom Gruppenleiter vielleicht etwas komisch ist. Die mag sie nicht besonders, aber den Mark,
So heißt der Gruppenleiter. Fand sie einen voll tollen Typ. Und das stimmt. Holly, seine Frau oder Freundin, die war auch total nett. Also jedenfalls zu mir. Sie haben mich total lieb begrüßt und mir ein Willkommenzimmer angeboten. Es war total kuschelig und ruhig. Und sie haben gesagt, ich kann da eine Weile bleiben. So lange, wie ich möchte. Damit ich zu mir finden kann. Sie haben auch nicht viel gefragt. Am Sonntag waren wir den ganzen Tag im Wald und haben meditiert. Also, das waren Holly und ich und noch zwei andere. Eigentlich wollte ich am Sonntagabend zurück, aber es war so toll und niemand hat mich gedrängt und wir haben gerade Ferien. Deshalb bin ich erst bis Montag da geblieben und durfte bei den Tieren mithelfen. Es war was ganz anderes, verstehen Sie? Ohne die Freundinnen und die Eltern und auch ohne den ganzen Handychat und so. Ich hab's die ganze Zeit einfach ausgehabt. Aber heute, da habe ich dann gehört, dass Mia tot ist. Jetzt nochmal bitte, Annelie. Mia Brunner ist nämlich tatsächlich am Samstagabend gestorben. Was habt ihr da vorher noch gemacht? Also wir sind da zusammen hingelaufen. Sie hat mich dem Marc und der Holly vorgestellt. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was Mia danach gemacht hat. Ich kriegte ja das Zimmer. Da habe ich mich bei ihr bedankt und mich verabschiedet. Ah ja. Und erst mal verkrochen. Es war alles so neu und irgendwie seltsam und gleichzeitig toll. Ihr seid da zusammen hin. Verdammt. Ich wusste, dass ich vorhin was übersehen habe. Der Fall liegt womöglich noch mal ganz anders, als wir denken. Annelie, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du solltest jetzt wirklich zu deinem Vater gehen. Ach, da kommt er ja schon. Annelie. Irgendjemand muss ihm Annelie. Bescheid gesagt haben. Ich habe jetzt schnell noch was zu erledigen. Papa! Annelie, mein Gott! Wo in drei Teufelsnamen hast du so lange gesteckt? Papa, das ist eine komplizierte Geschichte. Ich habe sie gerade der Frau Leutnant Kurz schon erzählt. Ja. Und bitte, hört zu, ihr zwei. Ich würde jetzt auch super gerne dabei bleiben, aber ich muss noch mal ganz dringend weg. Bitte, Utz, kannst du vielleicht oben bei uns Bescheid sagen? Die sind im Verhörzimmer. Wo willst du denn hin, Melody? Zum Gasthof Melzer. Wer ist da? Wir haben geschlossen. Wir haben einen Trauerfall. Herr Brunner? Bitte gehen Sie. Ich bin Leutnant Kurz von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Kann ich reinkommen? Ich müsste mit Ihnen sprechen. Moment. Guten Abend. Leutnant Kurz, sagten Sie. Ist es wegen mir, also meiner Frau? Haben Sie Neuigkeiten? Darf ich reinkommen? Ach so, ja, bitte. Danke. Können wir uns kurz irgendwo hinsetzen? Ja. Suchen Sie sich was aus, Frau Leutnant. Platz gibt's ja gerade reichlich. Schön haben Sie hier alles hergerichtet. Ich hörte, Sie haben die Wirtschaft erst vor kurzem übernommen? Ja, von meinem Vater. Ich wollte zusammen mit meiner Frau jetzt hier unsere eigene Existenz aufbauen. Das sagte man mir. Und was führt Sie her?
weiß man schon mehr über den Tod meiner Frau. Ich denke, ja. Ihre Frau starb nicht bei einem Unfall und es war auch kein Selbstmord. Also doch. Dann stimmen die Gerüchte. Ich glaube immer noch nicht, dass sie tot ist. Und sie ist also tatsächlich ermordet worden? Wissen Sie denn wann? Und von wem? Und wo? Langsam. Ja, wir sind bei den Ermittlungen vorangekommen. Ja. Ihnen ist ja bekannt gewesen, dass Ihre Frau in der letzten Zeit öfter zu der Meditationsgemeinschaft auf dem Sonnenhof ging, nicht wahr? Der Sonnenhof? Wo früher der alte Eger sein Anwesen hatte, das jetzt von dieser Sekte besetzt ist. Blütenkinder! So eine Verarschung! War es dort? Haben die sie ermordet? Ich wusste es. Ich hab's doch gewusst. Ich hab es gleich gesagt. Diese dreckigen Fanatiker. Und ich habe am Sonntag schon die Polizei angerufen. Wissen Sie das? Gleich nachdem Mia über Nacht weggeblieben ist. Und was ist passiert? Nichts. Ich hab gesagt, die Polizei soll hinfahren. Es hieß, ich soll mich beruhigen. Ich soll abwarten. Wenn Sie hingefahren wären, wäre vielleicht alles anders gekommen. Ich glaube nicht, Herr Brunner. Wieso? Ist das Ganze schon früher passiert? Ihre Kollegen haben mir gestern Nacht nur gesagt, dass Mia schon länger im Wasser gelegen ist, als sie gefunden wurde. Stimmt das? Sie starb schon am Samstag. Abends. Diese Schweine! Sie haben meiner Frau Stück für Stück das Hirn umgekrempelt. Und dieser Oberarsch, der Mark Steiner, hätte mich einmal sogar fast verprügelt. Dabei bin ich sicher, Mia wollte das selbst gar nicht wirklich. Hm. Und was nun? Haben Sie wenigstens jetzt diesen Esoteriker auf endlich hochgehen lassen? Wir haben unsere Leute und die Spurensicherung dort, Herr Brunner. Mark Steiner ist bei uns auf dem Revier. Es besteht kaum ein Zweifel, dass Ihre Frau Mia am Samstagabend auf dem Sonnenhof getötet worden ist. Scheißkerle! Ich kann Ihnen genau sagen, warum. Die Mia wollte dort wieder weg. Egal, was die sagen. Und das konnten die natürlich nicht zulassen. Oh Gott, ich hab's doch geahnt. Ich hab's die ganze Zeit geahnt. Nein, Herr Brunner. Das haben Sie gewusst. Gewusst? Meinetwegen auch gewusst. Was nützt das jetzt meiner Frau? Gar nichts. Sie hätte nie dorthin gehen dürfen. Hm. Sie ist immer über diesen Feldweg zum Eger-Anwesen gegangen, nicht wahr? Woher soll ich das wissen? Das nehme ich an, ja. Sind ja nur knapp 2 Kilometer. Leider. Jetzt Interesse halber, aus Routine. Wo sind Sie eigentlich gewesen letzten Samstag am Abend? So zwischen 6 und 8? Warum? Ich war hier. Wir hatten ja Betrieb. Die ganze Zeit? Das können Ihre Angestellten bestätigen? Warum fragen Sie das, Frau Leutnant? Natürlich können die das bestätigen. Wobei ich nicht die ganze Zeit da war, ja. Ich suchte natürlich nach Mia, verdammt nochmal. Kann genau zu der Zeit gewesen sein. Da bin ich mit dem Auto rumgefahren. Eine Stunde vielleicht. Höchstens. Und da fuhren Sie auch beim Sonnenhof vorbei? Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Die haben mir doch gedroht, dass ich mich da nie wieder blicken lassen darf. Habe ich doch schon gesagt. Das ist etwas merkwürdig, wenn Sie aber eigentlich stark vermuteten, dass sich Mia genau dort aufhalten könnte. Was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, dass man Ihren Jeep am Samstagabend vom Sonnenhof wegfahren sehen hat. Und da Ihre Frau immer nur zu Fuß hingegangen ist, wofür wir am Samstag sogar eindeutig Zeugen haben, weil sie nämlich begleitet wurde, vermute ich, dass Sie der Fahrer waren. Das muss gelogen sein. Erfunden! Diese Irren dort lügen doch jedes Mal schon, wenn sie nur den Mund aufmachen. Ich war da nicht. Das müssen Sie mir glauben. Herr Brunner, machen Sie es nicht unnötig kompliziert.
Wir wissen, dass Sie einen Konflikt mit Ihrer Frau wegen der Sonnenhofgemeinschaft hatten. Wir wissen auch, dass Ihre Frau ernsthafte Absichten hatte, zusammen mit den Menschen dort ein alternatives Leben zu beginnen. Das ist nicht wahr! Das behaupten die nur! Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bewerte das nicht. Nein. Ich kann gut nachvollziehen, dass Ihnen das schwer zugesetzt hat. Als Mia am Samstag auch bei einbrechender Dunkelheit noch nicht zurück war, sind Sie deshalb allerdings nicht erst lange herumgefahren. Natürlich fuhren Sie geradewegs zum Sonnenhof, parkten Ihren Wagen in der Nähe und suchten Sie auf dem Gelände. Unsinn! Das ist vollkommener Blödsinn! Sie fanden Sie allein im Meditationsraum. Und dort muss dann eine Auseinandersetzung aus dem Ruder gelaufen sein. Ich bin sicher, dass das so nicht geplant gewesen ist. Vielleicht hatten Sie sogar die Tatwaffe eigentlich nur aus Angst vor Mark Steiner dabei, der Ihnen für einen neuen Besuch auf dem Hof Gewalt angedroht hatte. Sie sehen, Herr Brunner, ich mache es Ihnen wirklich einfach. Blödsinn! Das waren diese Fanatiker! Beweisen Sie etwas anderes! Beweisen Sie es doch! Haben Sie überhaupt das Messer gefunden? Das wird noch gesucht. Aber es ist interessant, dass Sie von einem Messer sprechen. Ich tat das nicht. Doch das ist gar nicht entscheidend. Es wird nämlich genügend andere Hinweise geben. Sie unterschätzen die Möglichkeiten der modernen Spurensicherung. Selbst wenn man einen Tatort reinigt, bleibt immer etwas zurück. Auch Profis machen regelmäßig Fehler. Ganz zu schweigen davon, was alles bei spontanen Taten zurückbleibt. Zufällig wurde der Meditationsraum, in dem Sie Mia erstachen, übrigens tatsächlich am nächsten Tag ziemlich professionell gereinigt. Und zwar auf Initiative von Mark Steiner. Der denkt nämlich, seine Lebensgefährtin hat Mia getötet. Sehen Sie. Damit konnten Sie freilich überhaupt nicht rechnen. Aber selbst das wird nicht helfen. Was? Doch, doch, da haben Sie es ja. Und so wird es auch gewesen sein. Wer von denen Mia ermordet hat, ist doch letztlich gleich. Und warum hätte ich denn am Sonntag selbst die Polizei angerufen? Nur weil ich sowas schon vermutet habe. Nein, das haben Sie aus zwei anderen Gründen getan. Was? Zum einen, weil man Sie irgendwann, spätestens wenn man die Leiche fand, ohnehin gefragt hätte, ob Sie Ihre Frau denn nicht vermisst hätten. Und zum anderen war es natürlich auch ein Ablenkungsmanöver. Sie wollten den Verdacht gezielt auf die Gemeinschaft lenken, die Sie so hassten. Was Ihnen zunächst durchaus auch glückte. Nein, nein, nein. Bevor Sie jetzt aber nochmal mit Ihrer alten Geschichte kommen. All das ist letztlich nur Makulatur. Wir werden viele entscheidende Spuren finden. Im Laderaum von Ihrem Jeep zum Beispiel, mit dem Sie dann Ihre tote Frau zum Fluss gefahren haben. Oder vielleicht sogar an den Kleidern, die Sie an dem Abend trugen. Es wird Reifenspuren geben und Schuhabdrücke am Ufer, wo Sie Ihre Frau ins Wasser warfen. Sie haben für die Tatzeit praktisch kein Alibi. All diese Kleinigkeiten eben, die für die Ermittlung und später für ein Gericht ein rundes Bild ergeben. Ach ja. Sagen Sie, sind Sie eigentlich alleine gekommen, Frau Leutnant? Ach, Herr Brunner, Sie wollen mir bestimmt jetzt nicht drohen. Das ist überhaupt nicht Ihre Art. Sie wollten auch diese Tat nicht begehen. Es ist passiert, weil Mia sie verlassen wollte und damit alles zusammenbrechen würde, was sie sich gemeinsam mit ihr aufbauen wollten. Im Übrigen blöffe ich nicht, wenn ich sage, dass meine Kollegen selbstverständlich wissen, wo ich bin und bereits ebenfalls auf dem Weg hierher sind. Ich habe längst angerufen. Möchten Sie mir in der Zwischenzeit beschreiben, was Sie nach der Tat getan haben? Zuvor war Mia immer rechtzeitig von diesem Scheißhof zurückgekommen. Wenn der Abendbetrieb bei uns losging, dann war sie wieder da. Manchmal, da merkte ich nicht mal, dass sie wegging. Am Nachmittag ruhe ich mich ja immer aus. Aber ich merkte es öfter, als sie glaubte. Doch an diesem Abend wurde es schon dunkel. Sie kam und kam und kam einfach nicht. Vorher hatten wir uns schon mehrfach gestritten. Ich ahnte, ich wusste... Ja, ich verstehe Sie gut. Mia war allein in dem Raum. Das kleine Gebäude liegt etwas abseits. Es war sonst niemand zu sehen. Ich dachte mir, wir hätten eine Gelegenheit. Eine Chance. Ich wollte das nicht. Das müssen Sie mir glauben.
Ich wollte es wirklich nicht. Es war nicht geplant. Das war wirklich nicht geplant. Ich glaube Ihnen. Auch ein Richter wird Ihnen das glauben, Herr Brunner. Helfen Sie sich selbst, indem Sie nichts mehr weiter vertuschen. Wissen Sie was? Ich schlage vor, dass wir hinausgehen und uns draußen ein paar Minuten hinsetzen. Es ist ein so schöner, klarer Herbstabend. Und dann können Sie mir noch ein bisschen von mir erzählen, während wir auf meine Kollegen warten. Sie hörten Abtrünnig, ein Kriminalhörspiel von Stefan Fabri. Die Sprecherinnen und Sprecher waren Leutnant Melody Kurz, Melle Teich, Wachtmeister Richard Zander, genannt Ritchie, Thorsten Möser, Major Dr. Monika Frank, Anke Bothe, Wachtmeister Reto Eisenhauer, Benno Silberer, Leutnant Utz Keilmeier, Stefan Hartlein, Dr. Zenta Egli, Anja Klukas, Fiona Schneider, Alexandra Begau, Matteo Brunner, Philipp Bösand, Marc Steiner, Matthias Heil, Holly, Dorle Hoffmann, Annelie Keilmeier, Verena Wilhelmi, junge Polizistin, Nina Civati, Intro und Credits, Nina Civati, Lektorat, Marek Schädel, Idee, Skript, Sound und Schnitt, Stefan Fabri, Soundquelle freesound.org. Musik aus der Lünen-Suite Nummer 1 von Stefan Fabri. Coverbild Anja Klukas. Dieses Hörspiel steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz. So weltfremd können Snipf. Wenn die Tote noch nicht lange im Wasser ist, sollte... Erst anschließend wurde sie in die Rhone geworfen. Vermutlich auch nicht dort, wo wir sie fanden. Oh, Alter. Holly weiß, wie man mit Blumen spricht. Hallo, Frau Kollegin. Wir sind mitten in einem Verhör. Wir sind in einem Verhör. Am Samstagabend vom Sommenhof. Jo. Für einen neuen Besuch auf dem Hof Gewalt an... Aber Melody und Reto wussten doch, dass ich meine Tachter... Spätestens da hättet ihr doch gesehen haben. Das ist ein schwieriger Satz. Vermutlich auch nicht dort, wo wir sie fanden. Wirsir. Jetzt, wo wir eine zahlreiche Person... Vermutlich auch nicht dort, wo wir sie fanden. Sie war wohl schon... Sprechen Sie weiter, Herr Schneider. Herr Steiner, wieso Schneider? Warum könntet ihr mich da nicht verarschen? Die wollen da draußen östlich vom Obertendorf, oh Mann, das ist aber auch immer diese Orte, ne? Es ist so traurig. Sorry. Wir kennen ja unsere Bodenstädtchen. Der Melzer wird am wenigsten, weil das am Fuß... Der Melzerweg... Oh, der Melzerweg, ja.
Da ist ein ruhiger Abend im Büro Geld wert. Ja, er ist Geld wert.